Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Unsterblich-Box von Scylla. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Unsterblich von Scylla, das Ganze am 23. April erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das neueste Album von Scylla. Die Box kommt hier in einer sehr ungewöhnlichen Form. Und zwar haben wir hier tatsächlich mal wieder so eine Sargform. Das ein oder andere Mal gab sie schon. Allerdings ist das, glaube ich, so die größte bzw. die breiteste. Wir lesen hier in der Mitte groß die weißen Buchstaben Unsterblich. Darunter der Scylla-Schriftzug, den wir von Scylla Instinct 2 kennen. Und dann haben wir hier einen länglichen, rot ausgefüllten Sarg. Hier liegen auch Blumenblätter, also es sind keine Rosen, aber irgendwelche anderen Blumen. Und hier liegt dann der Rapper, also Scylla, der scheinbar so schultertechnisch echt zu breit für den Sarg ist. Also es sieht echt sehr, ja, unbequem aus. Er schaut auch noch recht lebendig aus, also als würde er da nicht so ganz reingehören, nicht ganz reinpassen. Ansonsten so eine schwarz-graue Gesteinsoptik. Scylla-Schriftzug, Unsterblich, Major Moves, Unsterblich, Scylla, Major Moves. Auf der Rückseite lesen wir Size L. Das Ganze konnte man größentechnisch auswählen. Ich glaube allerdings, es waren nur zwei Größen, also L und XL, regulär erhältlich. Und wenn man irgendwie eine andere Größe wollen würde, dann musste man, glaube ich, Scylla irgendwie per Facebook oder per Privatnachricht kontaktieren. Ich glaube, da gab es auch irgendeine Möglichkeit. Aber ja, ich habe mich in diesem Fall für L entschieden. Unsterblich Deluxe Box, auch hier wieder komplett in dieser Blumenoptik. Dann haben wir hier noch die Infos zu den Labels und einen Barcode. Gut, dann werden wir das Ganze mal öffnen. Ist hier noch und hier noch zugeklebt, also so Siegelsticker quasi. Deswegen werden wir das Ganze mal hier aufschneiden. Und dann im Anschluss werde ich mal versuchen, diese Sticker als Ganzes zu entfernen, weil ich generell jetzt nicht so der große Fan bin von Sticker auf Boxen. Liegt vor allem daran, jetzt gar nicht nur wegen der Optik, sondern liegt vor allem daran, dass solche Sticker mit der Zeit, also wenn man die jetzt wirklich jahrelang irgendwie bei sich behält, diese Boxen, dann passiert es leider häufig, dass Sticker einfach ihre Klebefähigkeit bzw. ihre Bestandteile auflösen und dann echt die Box in Mitleidenschaft ziehen und schwer runtergehen und ja, sich generell da verabschieden, chemisch. Und das ist dann meistens ziemlich ungut für die Box. Deswegen schaue ich immer, dass ich solche Sticker möglichst schnell und möglichst nah am Release erledige. So, die Box in Schwarz von innen. Dann haben wir als allererstes mal einen Riesensticker im Hochformat mit dem Cover drauf. Zweimal. Vielleicht ist noch ein weiterer drin, aber das sind bis jetzt zwei Sticker. So, dann kommt der Textilinhalt. Ah, nicht, dass wir es rausfallen lassen, das Album ist auch noch drin. Auf den sich die Größe bezieht. Ein Zip-Hoodie, zu dem wir gleich noch kommen. Und zu guter Letzt natürlich das Album an sich, Unsterblich im Super Jewel Case. So, die Box von innen schwarz. Packen wir wieder zusammen. Und legen sie dabei zur Seite. Und die beiden Inhalte in Folie werden wir nochmal uns genauer anschauen bzw. befreien. So, einmal der Hoodie, Zip-Hoodie, Zip-Weste, wie auch immer. Und zum zweiten das Album an sich. Moment, Moment, wo ist die Schweißnaht am besten zu erreichen? Ja, ich denke hier seitlich. Genau, bietet sich gut an. Na. So, einmal noch. Na. Es gelingt nicht zurecht so. Dann schauen wir mal. Also. Irgendwie war die Schweißnaht diesmal nicht so gut zu greifen. Das ist das Album, Super Jewel Case. Wir lesen hier Unsterblich Scylla. Also es ist im Prinzip das Cover der Box, nur eben etwas herangezoomt.
hier auch nochmal zu lesen. Auf der Seite ebenso, plus hier unten nochmal den abgewandelten Schriftzug. Und auf der Rückseite sehen wir, dass wir tatsächlich ein Doppelalbum haben. Jawohl, 16 plus 16 Tracks auf zwei CDs, also insgesamt 32 Tracks. Gerade in der heutigen Zeit echt erfreulich. So, Features sind mit dabei von Ecofresh, Shakusa, BK, Lin, King Orgasmus One, Bass Sultan Hengst, Ansen, Mason X, Paula, Douglas und Shen, ehemals Jihad, Karen und nochmals Lin. So, dann hier unten wieder die Infos. Und dann schauen wir uns das mal an. Zuallererst geht's ins Booklet. So, was haben wir hier? Wir haben hier die Infos zu den einzelnen Tracks, inklusive Info über Texte, Produzenten und so weiter. Wunderbar. Dann Silla, wie er lebt und lebt hier, mit einer Louis Vuitton Brille, soweit ich es beurteilen kann, und seinem eigenen Merch, ein Killers Shirt in 40 Farben, auf den Dächern Berlins oder über den Dächern Berlins. Dann ein paar weitere Credits zu den Tracks. Und hier geht es dann weiter mit CD2, also 16 waren hier auf CD1. Dann geht es hier wieder eins mit Track Nummer 1. Weiter noch ein Foto und die restlichen 16 Tracks. So, zum Abschluss gibt es noch die Credits zum Album. Wunderbar, also die wichtigsten Infos sind hier allesamt erfasst. Packen wir das Booklet wieder rein. Das, was wir hier sehen, ist übrigens diese Optik, die sich auch hier durch die Box zieht. Ja, oh ja, hier sieht man es auch, so dieses schwarz-graue Gestein. Dann die CDs, das ist Nummer 1 in dieser Blumenoptik. Und so sieht das aus. Und es ist gar nicht zum Überblättern oder zum Rausklappen, sondern hier CD2 direkt dahinter. So sieht die aus. Silla im Profil in schwarz-weiß. Und hier kommt dann nochmal eine Kette zum Vorschein, die er hier in der Hand trägt. Also einmal, zweimal, jeweils 16 Tracks, wie gesagt, 32 gesamt. Als nächstes haben wir zwei Sticker. Das sind die hier. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ein, zwei oder vielleicht sogar drei drin sein sollten. Ich habe auf jeden Fall zwei Stück drin. Also es ist zweimal hier das Cover rechteckig im Hochformat, Hochglanz. Und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt. Das ist dieser hier. Wir haben hier einen, wie ich finde, sehr ungewöhnlichen Inhalt. Und zwar haben wir hier, bis hierhin sieht eigentlich noch alles normal aus, eine weiße Zip-Hoodie-Mischung. Und zwar hier in der Mitte schwarz der Silla-Schriftzug. Dann der Reißverschluss. Allerdings ist der nicht durchgehend, sondern der geht hier wirklich nur so bis zum unteren Brust-, oberen Bauchbereich hier runter. Also einfach, damit man dann leichter rein und rauskommt. Aber nicht durchgängig der Zip. Dann links und rechts die weißen Bändel, um die Kapuze entsprechend enger zu machen. Hier oben dann das Dreieck mit dem Kreuz. Ein Anhänger haben wir auch noch, Silla unsterblich. Aber jetzt kommt das Ungewöhnliche, wie ich finde. Und zwar ist das Ganze hier tatsächlich, ja, kurzärmlig, also so, soll man sagen, halbärmlig. Es geht bestenfalls so zum Ellbogen. Ich schätze, der Oberarm sollte mehr oder weniger bedeckt sein. Aber ansonsten ist man halt frei, was die Arme betrifft. Unten ist das Ganze hier noch zweifach vernäht. Und auf der Rückseite haben wir dann nochmals den Schriftzug. Zumindest hier so konturiert. Unsterblich, die Buchstaben sind nicht ausgefüllt, aber die Konturen hier gut sichtbar. Hier auch wieder natürlich rundum vernäht, ebenso an den Ärmeln. Und ja, habe ich so ehrlich gesagt noch nie gesehen. Also weder jetzt so in der Realität noch irgendwo auf einer Box oder in einer Box. Machen wir mal auf. So, wir haben es hier zu tun mit Unsterblich Silla Size L. Okay, mehr lesen wir hier nicht. Und wir haben es hier zu tun mit Merchandise scheinbar EU Size L, okay. Produced for Major Moves GmbH in Deutschland.
So, was haben wir hier? 100% Baumwolle, komplett. Und ansonsten, ja, viel mehr kann man hier nicht rauslesen. Also, wo es dann genau hergestellt wurde. Ah doch, hier steht's. Hier steht's. Made in Turkey. Grüße gehen raus. So, und zum Abschluss schauen wir uns das Ganze noch einmal kurz getragen an, also im getragenen Zustand. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben den weißen Hoodie hier mit dem Zip bis zum Brustbereich und darunter dann der schwarze Sealer-Schriftzug. Ansonsten vorne alles weiß. Auf der Rückseite haben wir dann eben noch diesen gezeigten Backprint senkrecht runter mit dem Unsterblich. So, und wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Zip-Hoodie hier, kurzärmlich. Dann die beiden Sticker im Unsterblich-Design hier im Hochformat. Sowie natürlich das Album an sich, Unsterblich im Super Jewel Case mit insgesamt 32 Tracks auf 2 CDs verteilt. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, Unsterblich von Scylla. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Ganze feiert, falls ihr Scylla unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.